warum hast du mich nicht als Minijobber angemeldet? Damit ich dich besser fressen kann. Und warum verzichtest du damit auf Steuervorteile? Damit ich Steuervorteile? Mit dieser Frage hat sich bisher wohl noch keine Märchenfigur beschäftigt. Märchen und Realität liegen hier aber gar nicht so weit auseinander. Knapp 4 Millionen Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten schwarz. Zum Vergleich, nur etwa 267.000 sind aktuell bundesweit angemeldet. Für Berlin und Brandenburg haben wir Zahlen, die sind auffällig niedrig, wie zum Beispiel nur 3.900 angemeldete Haushaltshilfen im Land Brandenburg bei 2 Millionen Einwohnern und nur etwas über 6.800 angemeldete Haushaltshilfen in ganz Berlin. Das lässt natürlich den Schluss zu, dass sehr viele Haushaltshilfen weiterhin schwarz beschäftigt sind. Deswegen gehen die Knappschaft Bahnsee und ihre Minijobzentrale nun in die Offensive. Zusammen mit der Augsburger Puppenkiste wurden 3 TV-Spots produziert, die seit dieser Woche im Fernsehen ausgestrahlt werden. Knappschaft und Puppenkiste, als ich das erste Mal gehört habe und dann gehört habe, dass das Ganze über Märchen funktionieren soll, ist so, dass im Märchen dreht sich natürlich in der Hauptsache um Gut und Böse. Und dann ist aber so, dass in Märchen eben sehr, sehr viele Haushaltshilfen mit vorkommen. Sei es, dass eben Gretel der Hexe helfen muss, sei es, dass der Froschkönig die goldene Kugel aus dem Brunnen holen muss, sei es, dass Drosselbart gar sich eine Prinzessin als Haushaltshilfe holt vom Prinzip her. Also wie gesagt, bestimmt nicht in jedem Märchen, aber in sehr, sehr vielen. Aber bei uns sind die selbstverständlich alle angemeldet, aber es soll eben darüber der Aufruf stattfinden, dass man sie anmeldet. Nur wenn eine Haushaltshilfe offiziell angemeldet ist, ist der Minijob im Privathaushalt legal. Eine Anmeldung hat dabei sowohl steuer- als auch versicherungstechnische Vorteile. Das wissen nun auch Dornröschen, Schneewittchen und Co.